Und deswegen es hat schon seinen Sinn, aber wenn's halt so wenig gemacht wird oder halt überhaupt die ganze fast überall in Deutschland ausgenutzt wird und so und dies, das, dann hat es zwar noch einen Sinn, Freunde, aber ja, er wird halt nicht so durchgesetzt, ne, weil jeder kann sich das kaufen und ob da jetzt 18 draufsteht oder so, das ist den Kindern jetzt oder den Jugendlichen, je nachdem, völlig Piepenhagen, Freunde, das könnt ihr mir glauben, ja. Und ich denke mir einfach so, ich hab's auch schon gemacht und wenn es jetzt anderer macht, mein Gott, ich hab's auch gemacht, ne? Ich kann jetzt auch einfach nicht sagen, du, holst ja einfach Spiele, die ab 18 sind, obwohl du noch keine 18 bist, was ist denn los mit dir? Ne? Und in Wirklichkeit habe ich es eins zu eins genauso gemacht. Ne? Da kann ich ja jetzt nicht anderen Leuten hier den schwarzen Peter zuschieben, Freunde. Das geht einfach nicht. Das könnte ich jetzt auch mit mir nicht vereinbaren, aber ich sage euch ganz ehrlich, bei manchen Spielen ist es doch schon richtig, dass da eine Altersbeschränkung drauf ist, weil ein paar Spiele sind schon sehr heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch. Gerade so die Genre Horror oder Horror-Shooter oder generell richtig brutale Spiele, richtig brutale Horror- oder Shooter-Spiele, wo teilweise wirklich das Blut so rausspritzt und Köpfe einfach so durchgeschnitten werden. Freunde, also ich, das muss mit 12, 13 Jahren muss das nicht sein. Ich sage euch ganz ehrlich. Ich meine, ich will jetzt hier keine Thesen aufstellen, dass die Kinder oder die Jugendlichen, die das dann spielen, für immer gestört werden. Versteht mich jetzt nicht falsch. Das will ich hier gar nicht irgendwie aufstellen oder gar nicht behaupten oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, seht ihr das als förderlich für die Kinder an oder für die Jugendlichen oder sonst wen an? Seht ihr das förderlich in der Entwicklung? Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich bin für alles offen, für jede Meinung. Auf meinem Channel herrscht auch Meinungsfreiheit. Also ich blockiere da keinen oder mach da keinen runter oder so. Auf gar keinen Fall. Das Einzige, was auf meinem Channel überhaupt nicht geht, sind Beleidigungen, sowas rassistische Inhalte oder irgendwelche Drohungen. Wer meint, der müsste sowas bringen, der fliegt direkt runter vom Channel, wird direkt blockiert, gemeldet, alles, habe ich gar kein Problem mit. Aber öffentlich die Meinung sagen, beziehungsweise generell seine Meinung vertreten auf meinem Channel, ist immer gerne gesehen. Und wenn ihr auch in meinen Videos merkt, hey Heiksu, der labert ja noch mehr Scheiße, als er sowieso schon labert, das ist echt der dümmste Spaß, den ich hier gesehen habe. Also dieses und dieses Thema bin ich völlig anderer Meinung. Könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare hauen. Bei Facebook könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Alles, Freunde. Ich lese generell alles. Ob es eine Nachricht ist, ob es ein Kommentar ist. Ich lese alles. Alles, Freunde. Von A bis Z habe ich gar kein Problem mit. Denn ich sehe auch immer so, man bildet sich ja stetig weiter. Auch durch Kommentare und Meinungen eurerseits wird ja natürlich auch mein sehr begrenzter Horizont erweitert. Ich meine, dass er sehr begrenzt ist, wissen wir ja mittlerweile alle, aber er wird dadurch ein bisschen erweitert. Und Freunde, ich sterbe vor Hunger, ohne Spaß, ne? Ich habe heute fast gar nichts gegessen. Soll ich euch mal sagen, was ich heute gegessen habe? Ich habe heute Morgen, ich bin heute Morgen, ich musste heute arbeiten, bin ich um, scheiße, bin ich an mein Mikro rangekommen, muss ich kurz richtig stellen. Moment. So, ich bin heute Morgen aufgestanden. Um 7:30 Uhr. Muss um 9 arbeiten. Dann habe ich um 7:50 Uhr, genau um 7:50 Uhr ungefähr, habe ich gegessen. Ein Toastbrot, eine Scheibe Toastbrot, das war's. Dann habe ich um 11 Uhr nochmal auf Arbeit ein Brötchen gegessen, was ich mir vorher beim Bäcker gegönnt habe. Muss auch mal sein, Freunde, ne? Ich meine, immerhin irgendwie 1,80 oder so kostet. Immerhin kann ich mir nicht leisten eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich dann das gegessen. Genau, da bin ich um 5 nach Hause gekommen, dann habe ich noch ein labbriges Toast gegessen. Mittlerweile habe ich, guck mal kurz auf meinem iPhone, 21 Uhr und ich habe nichts mehr gegessen. Das heißt, ich lebe jetzt den ganzen Tag von zwei Toasts und einem Brötchen. Freunde, wer kann denn da, Freunde der gestörten Unterhaltung, wer kann denn davon existieren? Sag mal ganz ehrlich jetzt. Holy shit. Also, ne. Ich habe schon Bauchschmerzen vor Hunger, aber ich wollte auf jeden Fall noch aufnehmen. Bevor ich, oh. Ich reiße immer so an meinem Headset ran. Ich muss gucken, dass das nicht kaputt geht, wenn
Wenn das kaputt geht, da kann ich jetzt überhaupt nicht mehr aufnehmen. Deswegen schön vorsichtig mit sein. Wer kann denn davon existieren? Aber ich nehme jetzt erstmal schön gechillt ein bisschen auf. Ich glaube, die Aufnahmesession heute wird nicht ganz so lang, weil ich mir heute eigentlich noch einen Film reinziehen wollte. Na, durch die Nase so. Ah, wollte ich mir noch einen Film durchziehen. Deswegen wird die Aufnahmesession heute, denke ich mal, nicht so pornös lang. Normalerweise habe ich mich ja schon ein bisschen an den Standard gewöhnt. Mehr sogar, 70 Minuten aufnehmen. Habe ich mir ja teilweise echt schon an den Standard gewöhnt, aber heute wird es wahrscheinlich nicht ganz klappen. Deswegen gehe ich gleich erstmal noch schön was futtern. Oh, Freunde, da könnt ihr mir glauben. Ich habe hier noch Tüten. Das wird sein, Hax, das wird sein. Holy shit. Tütensuppe habe ich hier noch. Nicht Tuntensuppe, auch nicht, nein. Tütensuppe. Und die werde ich mir gleich noch genüsslich durch die Nase ziehen. Eventuell werde ich es auch in einer Spritzenform konsumieren. Nein, Spaß, Freunde, ich baller das gleich so durch. Schönes Süppchen mache ich mir noch. Und ja, dann gucke ich mir noch einen Film an. Heute ist ja Gott sei Dank Freitag. Also müsste ich morgen auch noch arbeiten. Die Woche war hart genug. Kann ich euch sagen, das könnt ihr mir auch glauben. Und wenn jetzt morgen auch noch... Boah, wenn ich jetzt morgen... Ich habe ja Samstag manchmal Schule, ne? Wenn ich jetzt morgen auch noch Schule hätte, ich würde ausrasten. Boah, nee. Ich würde sowas von kaputt gehen, Freunde. Kann ich euch sagen. Holy moly, holy shit. Können die gar nicht. So. Stehen wir hier an der Ampel mit den ganzen... Ah, grün. Gib Gas. Gib Gas. Wir dürfen das LKW-Rennen nicht verlieren. Nein. Ja, was ist der denn so schnell? Hat der Vitamine genommen oder was? Ja. Guckt euch das mal an. Der ist ja schneller als ein Porsche Cayenne, ey. Hast du geraucht oder was ist mit dir los, Alter? Schloss mit... Und diese Stadtbilder heute, ne? Finde ich, nee, finde ich nicht gut. Hier muss ich mal ein Machtwort sprechen. Finde ich nicht gut. Hulkstone does not approve. So, hier müssen wir gleich rechts. Ist das hier schon? Ja, ist jetzt hier rechts, genau. So, jetzt muss ich aber kurz was trinken, ne? Boah, ich habe schon wieder so lange so richtig viel gelabert. Aber ich hab da ja schon mal was zu gesagt, Freunde. Labert ihr mal so richtig viel. Aber so richtig viel. Wie ich, ununterbrochen. Freunde, macht ihr vielleicht, wenn ihr gut seid. 10 Minuten. Also wenn ihr jetzt nicht geübt seid, also kein Let's Player oder sonst was. Dann macht ihr das, wenn ihr gut seid, 10 Minuten, Freunde. Und dann, boah, ohne Spaß, dann geht's euch richtig an den... Weh, ich häng da jetzt, ne? Dann geht's euch richtig an den Kragen, Freunde. Das kann ich euch sagen. Wenn ihr kein geübter Let's Player oder so seid, oh mein Gott, ey. Ist ja heute auch noch so, ihr bekommt richtig trockenen Mund und so. Passt das? Ne, doch. Wie ist jetzt ausgegangen oder was? Bist du dumm oder was? Hallo? Mal Gas geben hier. Gas. Gas geben. Hallo? Hallo, drückst du überhaupt aufs Gaspedal da? Ach, wir hängen da fest. Ja, bist du überhaupt stolz auf dich oder was? Wie wär... Hallo, lenkst du auch gegen oder... Fühlt sich an, als würde ich hier einen LKW fahren. Das war falsch, das war richtig... Oh mein Gott, was habe ich da wieder für eine Scheiß... Oh. Ich das jetzt noch gerade biegen kann. Ey, wie lang das Ding denn auch ist, ne? Ey, ist ja unglaublich. Immer dieses Einparken, ohne Spaß.
Ja, Freunde, das könnte was werden. Auch wenn da vielleicht nicht 100% drin steht, aber es könnte eventuell...